Wir haben in der Serie bisher die drei grundsätzlichen Führungsstile nach Levin kennengelernt, den autoritären, demokratischen und den Laissez-faire-Führungsstil. Daraus abgeleitet gibt es den sogenannten situativen Führungsstil und darum soll es jetzt mal in diesem Video gehen. Ja, grundsätzlich hat jeder Führungsstil seine Vor- und seine Nachteile, das habe ich ja schon ausführlich in den anderen Videos beschrieben. Und beim situativen Führungsstil wird darauf geachtet, dass man die jeweiligen Vorteile von dem Führungsstil verwendet, je nachdem, wie es gerade angemessen ist. Grundsätzlich ist natürlich jeder Mensch anders, jede Situation ist anders und deswegen durch den situativen Führungsstil will man entsprechend die Situation berücksichtigen und die Persönlichkeit von den Mitarbeitern berücksichtigen. Der eine braucht eher die autoritäre Führung, der andere den Laissez-faire-Führungsstil und da ist natürlich die soziale Kompetenz von den Vorgesetzten gefordert. Die müssen erkennen, welche Situation liegt vor, welchen Typ von Mitarbeiter habe ich bei mir und anhand dessen sollen die dann entscheiden, welcher Führungsstil gerade richtig ist. Der situative Führungsstil ist ein bisschen in Stufen untergliedert und die teilen sich folgendermaßen auf. Also es gibt einmal eine Aufgabenverteilung, da erhalten die Mitarbeiter wirklich direkte Anweisungen, was zu tun ist. Das lehnt sich sehr stark an den autoritären Führungsstil an, dadurch, dass die Mitarbeiter eben wirklich nur die Aufgaben direkt zugeteilt bekommen. Dann gibt es den Führungsstil der Überzeugung. Der Vorgesetzte rechtfertigt seine Entscheidungen, sagt, was er warum macht. Fragen von den Mitarbeitern sind durchaus erwünscht und auch zugelassen. Und trotzdem haben sie keine Mitbestimmung. Das ist eine fließende Grenze, zwischen dem autoritären und dem demokratischen Führungsstil. Tendenziell ist er eher autoritärer. Wie gesagt, die Mitarbeiter haben dort keine Mitbestimmungsrechte, aber sie dürfen wenigstens fragen und der Vorgesetzte muss oder sollte sich auch rechtfertigen, was er warum wie entschieden hat. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, die Gruppe einfach mitentscheiden zu lassen und dass die ihre Erfahrungen und Meinungen in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Du denkst, das wäre der demokratische Führungsstil? Richtig, ist er. Also das ist dann wirklich der demokratische Führungsstil in einer ziemlichen Reihenform. Ansonsten gibt es doch das Vorgeben von Zielen, wo nur der Endzustand vorgegeben ist, der erreicht werden soll. Wie die Mitarbeiter das machen, bleibt ihnen überlassen. Und da werden dann nur bestimmte Werte vorgegeben, das sogenannte Führen durch Leuchttürme, also Werte wie Ehrlichkeit, im Kundeninteresse handeln, im Unternehmensinteresse handeln, dass diese Werte gelebt werden müssen, dass die Mitarbeiter eher Werten als Regeln verpflichtet sind. Und das ist dann sehr ähnlich zum zum Laissez-faire-Führungsstil. Was ist der größte Vorteil, wenn ich eine bestimmte Situation oder die Persönlichkeit eines Mitarbeiters in meinen Führungsstil mit einfließen lassen kann? Richtig, ich bin flexibel. Ich kann wirklich genau darauf eingehen, kann sehen, okay, der Mitarbeiter ist eher passiv, dem muss ich genau anleiten, was zu tun ist. Oder ich habe einen hochqualifizierten, hochengagierten Mitarbeiter, dem muss ich nur sagen, was unser Endziel ist, wo wir hinkommen wollen. Und der regelt das selber, hat auch entsprechend Spaß dran. Und das zeichnet den situativen Führungsstil absolut aus, ist die größte Stärke. Und ich kann wirklich genau anpassen. Ich habe nicht diese oder diese Möglichkeit, sondern kann wirklich genau darauf eingehen, wie ich das bestmögliche Ergebnis als Führungskraft erreichen kann. Trotz allen Vorteilen hat auch der situative Führungsstil seine Nachteile. Und zwar können die in der Person des Vorgesetzten liegen. Es gibt ja bestimmte Wahrnehmungsfehler. Vielleicht denkt der Vorgesetzte, okay, ich habe einen passiven Mitarbeiter, der braucht die autoritäre Führung. Und in Wirklichkeit bringt der Mitarbeiter seine besten Ergebnisse bei der demokratischen oder auch beim Laissez-faire-Führungsstil. Kann durchaus passieren. Deswegen braucht der Vorgesetzte wirklich Fingerspitzengefühl, muss die Persönlichkeit des Mitarbeiters genau erkennen. Und natürlich muss er auch der Situation angemessen die richtigen Entscheidungen treffen. Und dadurch gibt es natürlich eine komplette Bandbreite an möglichen Entscheidungen. Und da können sich auch Wahrnehmungsfehler von Seiten des Vorgesetzten einschleichen. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch den Grundsatz, alle Mitarbeiter sollen gleich behandelt werden. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, der vielleicht so auf der Hälfte liegt zwischen demokratischer und autoritärer Führung, und der wird eher demokratisch geführt, dann kann es natürlich passieren, dass sich jemand schnell ungerecht behandelt vorkommt, der sagt, guck mal hier, bei den Kollegen machst du den Laissez-faire-Führungsstil, bei mir gibt es die genaue Anweisung, warum wird der anders behandelt als ich? Und so kann es eben auch zu Unzufriedenheit von Mitarbeitern oder innerhalb des Teams kommen.
Ja, zum Fazit. Du merkst ja, ich lege in dieser Videoserie allergrößten Wert drauf, die unterschiedlichen Führungsstile mit Pro und Contra zu analysieren. Deswegen habe ich auch vom situativen Führungsstil die Nachteile ganz eindeutig benannt. Trotzdem ist es meiner Meinung nach die bestmögliche Art, Mitarbeiter zu führen, einfach weil ich natürlich wirklich genau entsprechend der Situation und entsprechend der Persönlichkeit des Mitarbeiters darauf eingehen kann, wie ich denjenigen führe oder diejenige, ist klar. Und wer sowas drauf hat, wer wirklich die sozialen Kompetenzen hat, wer die Persönlichkeit der Mitarbeiter erkennt, der wird mit diesem Führungsstil äußerst gute Erfolge erzielen, einfach weil er weiß, wie muss ich den oder diejenige anpacken, wie spreche ich mit denen, und dann wird das Arbeitsergebnis insgesamt sehr, sehr gut werden. Davon bin ich überzeugt. Ja, ansonsten vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche geht es weiter mit der Person des Brote Levi. Wer war denn das eigentlich? Wo lagen seine Forschungsschwerpunkte? Wer möchte, kann meinen Kanal abonnieren oder einen Daumen hoch geben. Würde mich natürlich immer freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.